Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge MediWitz 2 Total War. Wir sind jetzt zurück am Start und die erste Frage, die sich mir direkt stellt, ist, wo waren wir denn eigentlich letzte Runde? Was haben wir letzte Folge gemacht? Das ist nämlich jetzt wieder ein paar Tage her. Genau, Kaufmänner, gut, dass wir hier einfach mal ganz kurz schauen, weil der Kollege ist hier zum Beispiel mittlerweile weg, haben wir da ausgetauscht. Wir können keine weiteren gerade herstellen, ansonsten ist hier gerade alles soweit in Ordnung. Ich glaube, mehr konnten wir gar nicht machen diese Runde, ne? Gehen wir direkt in die nächste, würde ich sagen. So, da unten haben wir ein paar Spione, die wir dann natürlich von Spanien einmal nach Ägypten rüber schicken wollen. Damit wir mal da sehen, was da gerade so abgeht. Weil es einfach interessant ist. So, da haben wir Nummer 1. Nummer 2 ist nächste Runde auch am Start. Na komm, den können wir auch mitschicken. So. Fortschrittlichste Seite, I take it. Baubericht, jo, ein bisschen mehr Cash. I take it auch anytime. Oha. Bündnis, okay, Waffen. Ja, okay. Protektorat. Warte mal. Die Funkhammer sind zum Protektorat und haben ihre Runde, habe ich keinen verloren. Ah. Wie gesagt, da würde mich auch interessieren, wie das da gerade aussieht. Aber wir haben hier, glaube ich, keinen Spion. Hier haben wir noch einen. Wie alt bist du? Du wirst wahrscheinlich nicht mehr so lange durchhalten, ne? Ich weiß nicht, ob das noch was bringt. So, hier haben wir die Grenze letzte Folge mal, oder die letzten Folgen erweitert. Gaza sind wir rausgeflogen. Ich überlege, also die Überlegung war ja schon in der letzten Folge so, dass wir über das Mittelmeer segeln und dann hier uns trotzdem nochmal versuchen einzupflanzen. Und dann vielleicht auch direkt in Alexandria und dann meinetwegen auch direkt gegen England, weil mit denen sind wir sowieso im Krieg, das ist dann scheißegal. Wobei mittlerweile das auch so weit hier sein kann, dass England hier mittlerweile weg ist, weil die Mongolen da alles übernommen haben. Aber weiß nicht. Oder wir gucken, oder wir machen beides, dass wir irgendwie jetzt hier nach links kommen, demnächst. Weil sie auch schon die Schuhe lade, glaube ich. Ne, damit wir da rüberfahren. Aber dafür müssen wir halt erstmal den Hafen verbessern, bis zum geht nicht mehr. Das können wir noch so gar nicht so krass, ne? Oha, das ist gut. Und danach können wir den Hafen auch nochmal verbessern. Vielleicht reicht das dann auch schon aus. So genau weiß ich das nicht. Mit weiteren Siedlungseinnahmen sieht es momentan ein bisschen... Also, was heißt schwierig aus? Ich könnte natürlich jetzt versuchen, weiter Richtung Frankreich reinzumoven. Aber ich wollte eigentlich jetzt erstmal in meinem Bereich bleiben und hier unten mich weiter ausbreiten. Das möchte ich eigentlich gerne noch weiterhin machen. Außer, das Einzige, was wir noch machen wollten, ist hier Portugal ausschalten, damit die endlich Ruhe geben. Damit die uns schon mal nicht mehr nerven. Das war ja auch ein Ziel. So. Man kommt dann nämlich schon wieder. Das sind keine großen Armeen, die da uns entgegenkommen, aber es sind halt nervige Armeen, wenn ihr wisst, wie ich meine. Die nerven halt einfach nur. Ja, 9 Stück hier, zack, nicht ein Mann verloren, so läuft der Hase nämlich. So, Beziehung verschlechtert zu England, nehme ich mal an. Türken grauenhaft. Soll mir auch egal sein. Die Türken sind so weit weg von uns, das ist mir egal. Aber sind die Türken mit den Engländern verbündet oder warum ist, warum mögen... Ja, ja, sind verbündet, okay. Ich finde es auch übrigens immer noch krass, dass wir immer noch mit den Sizilianern verbündet sind und mit den Papststaaten. Mäßig gut, gut. Aber warum denn nur mäßig gut? Haben wir irgendwas gemacht, was den Typen erzürnt? Also auf jeden Fall ist er nicht so happy, weil ne, wir sind nicht so hoch mit dem Kreuzen gerade hier, ne? Sollen wir da mal eine Aufgabe machen oder so? Blockiert den Hafen. Adelsrat, ja gut, das juckt ja nicht. Hier wird gebaut. Generell sieht, da sieht das Geld pro Runde gerade ziemlich lecker aus. Das sollten wir auf jeden Fall erstmal weiter ansparen. Stellen wir einmal her. Und nächste Runde wieder. Kann gut sein, dass wir jetzt erstmal generell eine Runde nach der nächsten direkt drücken. Weil wir jetzt gerade generell erstmal ein bisschen sparen und warten, bis die Sachen gebaut sind. Ne? Ihr wisst, wie ich meine. Dann einmal hier oben hin. Hier brauchen wir 84 Gulden. Unten haben wir schon Gold. Da haben wir nochmal Elfenbein theoretisch, aber haben gerade keinen mehr übrig. Okay. Verbessert, Toledo ist eine Zitadelle. Sehr nice. Sehr, sehr geil. Kardinal befördert. Ja, Dänemark hat sich gegönnt. Abstanden schwach, was habe ich denn gemacht? Das ist ja absolut fake alles. Scheiße. Da gönnen wir uns mal noch um 2 Sasse. Ah. Ja, gefällt mir auf jeden Fall volle Kanne, dass die Papstaaten uns jetzt plötzlich nicht mehr mögen, obwohl wir einfach nur gerade hier sind. Boah, ich würde sowas von Rennes jetzt einnehmen. Dann haben wir auch nochmal eine große Stadt, gibt es dann auch nochmal Cash. Kann sein, dass wir die nächsten Runden Probleme weiterhin bekommen werden. Oder immer mehr Probleme bekommen werden.
Halt, weil, wenn der Papst jetzt auch noch uns nicht mehr mag und sowas, wird es, glaube ich, auch nicht mehr lange dauern, bis dann aus Sizilien vielleicht gegen uns zieht. Gefühlt geht das sowieso ja irgendwann runter, diese Zufriedenheit der anderen Fraktion einem gegenüber. Oh, wir haben ein kleines Lager. Können wir noch mal vorbeischauen? Neues Familienmitglied, da kann man auch mal vorbeischauen. Sind alle sehr jung, das ist gut. Wir haben gerade eh viel zu viele Leute. Alle noch sehr jung. Die kommen alle ziemlich gleichzeitig. Wobei der ist fast fertig, wenn man das so sagen kann. Oh, ein paar sind da. So. Und ist jetzt eh erstmal irrelevant. Schiff ist auf dem Weg, damit wir uns das da einmal ansehen können, was da natürlich passiert, weil ich bin da sehr neugierig. Ja, mein Herr. Inwieweit die Mongolen da gerade haut am Einnehmen sind. So, das ist nur Priester, das juckt nicht. Die geht auch gerade nicht mehr. So. Irrelevant. Das nehmen wir mit. Können wir auch machen. Ja, reicht erstmal so. Mal wegen dem Markt. Ach, warte. Komm mal her, Kollege. Das ist halt 16%, das ist halt echt nicht viel. Ah. Der hält gut durch, der Kollege. Das kann doch nicht wahr sein. Junge, den umringen wir dann hier meinetwegen. Vielleicht schüchtert ihr denen das ein bisschen ein. Und ich sehe gerade. Oh shit. Warte. Da können wir natürlich trotz dessen noch immer reagieren. Weil er da im Weg steht, ne? Nee. Genau, geh einfach mal weg. Wie wäre das denn? Wir zwacken uns mal hier ein paar große Armeen einmal ab. Oder da. Ah, sieht interessant aus, die Armee. Ja, soll mir so recht sein. Ich kann dich da nicht mehr reinschicken. Dann schicke ich dich jetzt erstmal hier hin. Hier stellen wir nochmal was her. Oder wir bilden kurz mal. Okay, wir haben kein Geld mehr. Ansonsten kann ich dann gleich hier was da reinschicken und der geht dann nach da. Das wird schon. So, Rennes. Na, Papst, möchtest du mir sagen, dass ich auch das gerade nicht machen darf? Dann müsstest du dich beeilen, weil sonst greife ich Rennes nächste Runde an und die Portugiesen sind weg. Mehr können wir jetzt aber nicht machen. Zack. Wir löschen jetzt die Portugiesen aus, wenn jetzt der Papst nichts dagegen hat. Ja, kann man machen. Wichtige Gestalt kommt bei Katastrophe um. Natürlich. Was auch sonst bei einer Katastrophe? Was? Natürlich, klar. Russland, Venedig, interessant. Genau, geh mal da rein. Geh auf jeden Fall dem Typen da hinterher. Das ist aber sowas von klar. Aber da kann er wohl nicht angehen. Mach den mal da weg. Scheiße. Geht das jetzt schon wieder los, dass wir dann hier irgendwie mehr Ketzer produzieren, als irgendwie zerstören? Wir stellen nochmal zwei her, besser ist es. Und wir greifen jetzt Rennes an, machen wir kurz so. Tut mir ehrlich gesagt nicht leid. So. Eine Nervensäge weniger. War ja auch nicht von auszugehen, hust, hust. So. Bauen wir direkt alles aus. Bleiben wir auch gerne mit dieser Armee erstmal drin. Kann sich ja gut verteidigen da. Dann haben wir halt jetzt hier das als Grenze. Wenn es denn so sein soll, dann soll es so sein. Man kann überlegen, die Mauer nochmal auszuschalten. Dann haben wir halt nochmal die beiden Inseln da. Aber hier ist eigentlich auch eine ganz gute Front dafür, dass hier Wasser ist, weißt du? Du hast halt hier Valencia eine dicke Zitadelle oder eine dicke Festung. Und hier ist auch eine große Festung, weißt du? Und die werden immer eins der beiden Sachen angreifen, wenn sie von hier kommen. Eure Befehle. Ja, Frankreich, was ist denn los? Ich habe keinen Bock, um mich hier gerade mit euch anzulegen. Ich bin da weg. Und das sind nicht mal die besten Schiffe. Da sind wir ein bisschen im Hintertreffen gerade. So, weiter ausbauen können wir nicht. Nee. Tudus ist auch eine Zitadelle. Ach komm, weißt du was? Wir machen da mal direkt hier die Ballistentürme rein. Wir ballern richtig. Ah, schön, schön, schön. Euer Hafen ist noch nicht möglich. Wie sieht's denn? Ach ja, hier bauen wir ja weiter aus, ne? Gucken wir mal, ob wir nächste Runde einen neuen Hafen dort haben. Ah, Ungarn scheint relativ groß zu sein, ne? Es gibt eine neue Entdeckung, welche die Kriegsführung entscheidend verändern könnte. Das dunkle Pulver sieht nicht gefährlich aus, doch entzündet, explodiert es mit unerreichter Stärke.
Diese schreckliche Waffe will Panzerung obsolet und Festungsmauern nahezu nutzlos machen. Es wäre weise, ihre Nutzung im Krieg als Erster zu meistern. Vielleicht haben auch deswegen die Mongolen noch nicht uns angegriffen mit Artillerie, kann das sein? War ich da vielleicht etwas lost? Durchaus vielleicht. Weil dann könnte das jetzt halt passieren. Alter, ist wirklich Ungarn so riesig gerade. Geh mal gleich nochmal nach links, bitte. Wenn du das noch überlebst. Wie ist hier? Na gut, hier wollte ich gucken, ob die Mailänder hier irgendwie Venedig zerstören, aber hat nicht so ganz funktioniert, I guess. Die fahren hier dem Schiff hinterher, ne? Die wollen hier das Ding zum Sinken bringen hier. Beeil dich mal bitte ein bisschen. An eurer Stelle würde ich jetzt richtig schnell rudern. Hier sind die. Ja gut, die Truppen sind jetzt nicht mehr ganz up to date, aber das ist egal. Sind immer noch stark genug. Das machen wir auf jeden Fall. Nice, das dürfte der sein, ne? Kriegsgaleere ist es nicht, ne? Gibt nur mehr Geld, dann machen wir erstmal so und so, würde ich sagen. Ja, machen wir erstmal so. Auch da nochmal. Da ist der Engländer. Und wir können ihn auch sogar schon direkt angreifen. Dann haben wir nochmal eine schöne Schlacht hier. Alter, der hat so viele Kommandopunkte. Er ist so sicher und entschlossen als Befehlshaber. Er könnte eine tobende Meute ein ganzes Reich erobern lassen. Das ist eine Ansage, was hier. Er macht sich schon die Hosen nass, wenn jemand überlegt, ihm Verantwortung zu übertragen. Ja, Hauptmann John, das klingt ja nicht sehr gut für dich. Ich sehe auch nur, du hast zwei Truppen dabei, die mir wirklich Sorge bereiten könnten. Ja, die Kavallerie ist jetzt auch nicht so ganz verkehrt. Die Sergeants kann man auch auf jeden Fall machen, aber eigentlich ist da sehr viel Schmutz auch dabei. Aber ich habe gerade gesehen, wir haben sehr, sehr viel Kavallerie, ne? Und die haben ein paar Speerträger dabei. Das könnte interessant werden. Ansonsten muss ich sie wie immer versuchen, halt einmal komplett zu umringen. Vielleicht klappt das dann ja. So. Ich habe ja nicht allzu viele Bodeneinheiten, wie ihr gerade seht. Euch schicke ich mal hier so hin. Hier machen wir mal einen guten Mix, weil ich habe auch schon viele angefressene Einheiten. Oh ja, das sind sehr viele angefressene Einheiten. Heilige. Und dann gönnen wir uns einmal hier nochmal eine ganz große Armee, die hier sich lang schlängelt. Ihr seid die 3. Die Generäle sind die 1. Stellen sich erstmal hier hin. Zack. Okay. Lalalala. Rennt da bitte einmal direkt hin. Ihr rennt mal bitte direkt richtig weit durch. Und die anderen warten noch kurz. Ich glaube, die werden noch nicht abgeschossen. Nee, okay. Aber dann können wir die jetzt schon mal raufschicken. So. Oh, shit. Ja, scheiß erstmal auf die Kreuzritter. Wir wollen erstmal nur durchlaufen. So, die Einheiten sind gleich da. Meinetwegen können wir schon mal direkt drauflaufen, damit wir die jetzt gar nicht erst dazu. Damit die Katapulte sich gar nicht erst hinstellen können, wenn ihr wisst, wie ich meine. Muss nichts sein. Drauf. Drauf. Schön auf die Katapulte. Darauf. So, dann here we go, Alter. Jetzt geht's los. Fuck. Also, das ist gut, ja, aber ich habe jetzt gerade mal die eine Truppe nochmal woanders hingeschickt. Das wollte ich nicht. Gerne dahin. General ist aber jetzt schon weg. Das ist für uns sehr geil. Für ihn ist das jetzt ein großes Problem. Sind zwar Speerträger, aber rein da. Wir brauchen da jetzt den Ansturm. So. Sehr nice. Hier drüben wird schon geflohen. Gerne mal durchlaufen. Gönnt euch gern den Kollegen hier. Nur die Kollegen da. Mal echt viele Speerträger. Da müssen wir echt gucken ein bisschen. Na gut, dann müssen wir mit unserer schieren Masse einfach versuchen, die Gegner zu erdrücken. Dann klappt das. So, scheiße, genau, ihr könnt den gerne hinterherlaufen. Hier können wir uns einmal die Sergeants mit unseren Kavallerieeinheiten. Der Blöde, damit hier nicht bloß alles Mögliche flieht. So, schön auch nochmal von der Seite ran. Also sind auch am Arsch. Sehr gut.
Guck mal, wie wir sie gerade gefühlt auffressen hier richtig. Sehr geil. Also ich würde sagen, wir haben es geschafft. Genau, gönnt euch da nochmal. Ach so, nicht so hinterrücks. Das geht ja hier gar nicht. So. Das war's. Das Ding ist sowas von durch. 144 Mann verloren und die haben eine ganze Armee gerade verloren. Das ist eine gute Bilanz, würde ich sagen. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Das haben wir nicht. So, dann gehst du mal bitte wieder nach Pamplona oder gönn dir den am besten vorher nochmal. Dann gehst du nach Pamplona und lädst einmal auf. Und wir tauschen das hier durch Nahkampf aus. So. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Was ist denn das für ein krasser Typ da? Dankeschön. Wir brauchen endlich mal jemanden hier, der wieder rasiert. Kann ich angehen? Ah, der, das war der, okay. 16%. Alter, die machen es mir richtig schwer, die auseinanderzunehmen, ey. Heilige. So. Ups. Können wir nochmal herstellen? Gerne. Genau, dann gönn dir gleich nochmal bitte 480 Gulden. Die hätte ich schon gerne. Wo ist das Schiffchen? Da. Okay, er ist schon bewegt. Nevermind. Ja, Rennes. Boah. Können wir vielleicht auch gleich durch ein paar andere Einheiten einfach austauschen. Dann können die wieder hier runter, die Einheiten. Würde ich so sagen. Aber wobei Geld kommt auch gerade einfach ziemlich so rein, muss ich sagen. War ziemlich lecker alles. Machen wir so. Ich muss sagen, das läuft auch direkt anders irgendwie als das vorherige Let's Play mit Byzantinischem Kaiserreich. Da sind wir ja richtig auf Expansionskurs gewesen. Teilweise freiwillig, teilweise aber auch unfreiwillig. Ne? Wer das LP gesehen hat, der weiß ja, dass wir da Expansionspläne hatten. Relativ früh auch und auch Großexpansionspläne. Aber das hat sich dann alles geändert, weil wir dann da so von allen Seiten angegriffen worden sind. Da mussten wir dann auch dementsprechend reagieren. Ach, bau das jetzt einfach, ist doch egal. Ist doch egal. So, Steinwege würde ich gerne mittlerweile haben. Ich würde auch mal gerne wieder ein bisschen fortschrittlicher werden. Da hätte ich nichts gegen. Ja, machen wir das da. Oh ja, gönn mal. Das hat schon Steinwege. Okay, haben alle. Sehr schön. Dann versuchen wir es immer weiter, würde ich sagen. Du warst der Krasse, ne? Nee. Warst du das? Nee. Dann warst du das. Ja. Du musst hier rasieren jetzt. Das kann nicht wahr sein. Was ist denn los hier schon wieder? Dankeschön. Wir kriegen den einen Typen hier nicht weg. Nee, falsch. Wie wir hier auseinandergenommen werden von den Ketzern. Wir können übrigens neue Kavallerieeinheiten herstellen. Die hochmittelalterlichen Ritter dürfte die beste Kavallerieeinheit sein, die wir haben können als Spanier. Wobei die Konquisatoren auch nicht verkehrt sind. Aber halt sind die hochmittelalterlichen, glaube ich, etwas besser. So. Stell den mal da oben hin, der ist dann schneller dort. Okay. Meisterseite der Mongolen, davon ja, bin ich jetzt nicht gerade beeindruckt, weil wundert mich nicht. Ja, fahren wir mal weiter hier. Die sind aber auch langsam, ne? Muss man dazu sagen, echt. Granada ist jetzt auch eine Festung, sehr schön. Öffentliche Gebäude werden hier gebaut, machen wir gerne nochmal eine Kirche. So, welch mit dir? Haben wir endlich auch mal hier wieder einen Rebell weniger in unserem Land. Und der war gar nicht so klein. Okay. Guck mal, auch lustig, ne? Die Gebäude ändern, wie gesagt, die Gebäude. Das Layout der Festungen und sowas ändert sich ja immer. Je nachdem, in welcher Region man natürlich ist. Also hier zum Beispiel sehen die Festungen gerade so aus. Und halt weiter nördlich sehen die halt so aus. Dann wird das Ding jetzt hier schon tatsächlich irgendwie umgewandelt. So läuft das nämlich.
Baubericht. Produktionsstopp, weil wir zu viele Baustellen gerade haben, ne? Ach, schon mit anderen sind wir tatsächlich im Krieg gerade. So, dürfte jetzt kein Problem, denke ich, mehr sein. Dürfen die schaffen. Und wenn nicht, hier haben wir eine Armee. Ich bitte euch, ne? Das dürfen wir dann schaffen. Wir können weg jetzt. Zack. Und gerne einmal fortbilden. Da brauchen wir auch keine hochmittelalterlichen Ritter. Die Feudalritter reichen auch erstmal. Die 8% war aber auch riskant von mir. So. Der Typ da oben ist halt krass, ne? Aber der scheint auch nie ohne hier zu sein. Dankeschön, das ist nur noch gerade einer. Aber pass auf. Auf einen mache ich jetzt zwei wieder. Okay. Gut, wird gerade überall gebaut, muss ich gerade nichts machen. Nächste Runde wieder. Aber ich habe ja gesagt, jetzt momentan werden wir wahrscheinlich von Runde zu Runde einfach direkt sliden, ne? Hier ist Dänemark schon direkt am Start. Oh, Meister Kaufmannsgilde. Ich kann es mir nicht leisten. Na geil. Der Magdeburg gehört auch Dänemark. Die Grenze ist ja aktuell. Dänemark ist auch ganz schön mächtig, ey. Interessant, interessant. Ganz ehrlich, gib dem Spiel noch 100 Runden mehr jetzt hier dieser Runde. Da wird das hier alles, denke ich, mal ein bisschen anders aussehen. Bin ich sehr gespannt, muss ich aber auch sagen, wie sich das hier noch alles entwickeln wird. Weil wir jetzt ja gerade nicht wirklich hier rein ballern. Wir ändern da jetzt nicht gerade wirklich was. Einmal zwei Armbrustschützen, das würde ich nochmal bevorzugen. Bombarde brauche ich hier nicht. Ja, hier sind genug Truppen drin, die können sich alle hier unterstützen, das passt. Dann am besten die Besten nehmen. Der ist noch gut. Den kriegen wir nicht down, ne? Komm, egal. Hier haben wir ja Glück. Wie du den nicht down kriegst, Alter, obwohl er nur drei Merkmale hat hier. Was ist denn das für ein krasser Typ? Ohne Spaß.